Hallo. Das ist so süß. Und dann gucken die so, ich hasse mein Leben. Ja, vielleicht gibt es eine Trophäe. Aber nee, das wär ja blöd, wenn sie eine Trophäe gäbe. Könnte ja sein, dass man für die drei was kriegt. Wenn da immer sowas aufgereiht war, hat man irgendwie im ersten Teil immer eine Trophäe dafür bekommen. Die sind, glaube ich, die Stahlhaie. Boah, die sehen ja mega geil aus. Die machen sogar Geräusche. Interessant, interessant. So, jetzt muss ich mir erstmal gerade am Kopf kratzen. Okay, gut, dann Wassermarsch. Hier gab es irgendwo eine Trophäe. Eine Trophäe. Nur noch Trophäen. Hier Trophäen, da Julia. Ist nicht mehr schön mit dir. Da. Den habe ich nämlich, glaube ich, im Let's Play damals vergessen. Also nicht vergessen, sondern übersehen. Hier ist nix. Da oben liegt noch eine, aber da kommen wir später erst dran. Gut, dann dürfen wir gleich Mr. Geldsack wieder Geld in den Hals schmeißen. Okay. Ja, ich hab dich doch. Es ist gut, mein Herr. Jetzt muss ich alles selber einsammeln, weil der Spacko mir alles kaputt gemacht hat. Sind hier noch Edelsteine irgendwo? Nö. Das sieht ja auch süß aus. Wie so ein großer Wal. Hm. Ja, jetzt ist ein Wal. Vorher war es ein Fisch. Hi, Spyro. Du musst zäher sein, als du aussiehst, um so weit gekommen zu sein. Trotzdem wirst du nicht an den Metallhain vorbeikommen. Ich könnte dir aber mein U-Boot leihen. Für eine bescheidene Gebühr. Versteht sich. 100. Es ist ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen, Spyro. Dieses U-Boot ist zu 100% haisicher. Ich garantiere es. Dankeschön. Die sehen echt cool aus, die Haie. Du hättest nicht hier runtergehen müssen, extra für mich. So. Alles alleine einsammeln, weil mich Sparks im Stich gelassen hat. Das sollte aber eigentlich alles hier unten gewesen sein. Da können wir Wasser an. Das sollte eigentlich alles voll sein mit Wasser, ne? Haben wir. Ich glaube, wir brauchen 14. Das heißt, wir können gleich das Ding da benutzen. So. Dann erzähl mal. Unsere Welt ist wieder nass. Wir alle möchten dir diesen Talisman von Aquaria geben, damit du uns nie vergisst. Damit du... Ich weiß gar nicht, damit du uns nie wieder sehen musst oder sowas. Okay, ich hätte gerne ein... Hier sowas. So ein Schäfchen. Eins wenigstens. Dankeschön. So. Ah, da ist noch eins.
Hallo. So, 2 ist gut. Ich habe gar nicht gesehen. Oh, das sieht ja auch cool aus. Ah, hier die sind das, ne? Ja. Das Geräusch gefällt mir auch sehr gut. Also die rot-schwarzen sind das auf jeden Fall. Muss man jetzt erstmal von den anderen irgendwie auseinanderhalten, aber das geht schon ganz gut. Und Spyro sieht echt geil aus, wenn der diese Feuerfunktion da hat. Mit diesen leuchtenden Hörnern. Also alles, was gelb ist, ist dann so funkelnd irgendwie. Ich weiß leider nicht mehr genau, wo die waren. Ich weiß nur, dass jede Menge oben war. Bei dem König. Hier unten ist nichts mehr. Da können wir gerade mal noch die restlichen Edelsteine holen, die hier oben auf dem Bügel lagen. So. Okay, dann schwimmen wir nochmal zurück. Vielleicht gab es auch nur die 2 hier. Ich weiß es nicht. Und gehen dann zu den Haien, die dann noch über waren. Da die restlichen Edelsteine zu holen. Hier sind auch noch Edelsteine. Hier ist noch eine. Aber hier sind noch viel mehr. Kiefersperre. Kiefer Sutherland. Wunderschön. Also wenn uns dann nachher noch was fehlen sollte, dann müsste das in diesem Zwischenstück zu Geldsack sein. Guck mal gerade hier unten, ob hier noch was ist. Nee. Ach komm, ich guck einfach mal, dann sind wir auf Nummer sicher. Und da ist ja jetzt eigentlich nichts mehr, was uns irgendwie töten kann. Es sollte nichts mehr sein. Hier ist noch eine. Na gut. Müssen wir doch nochmal hier hin. Da hinten sind auch noch 2. Oder eine. Oder das kann natürlich auch sein, dass ich mich jetzt vertue. Dass die gar nicht dazu zählen. Aber man weiß ja nicht, ne? Ich gucke einfach mal, ob ich die kaputt krieg. Geh mal hier lang, würde ich sagen. Ist nix. Ah, so sieht Spyro dann aus. Okay. Okay, die zählen da nicht dazu, alles klar. Da gefällt mir jetzt Spyro unter Wasser aber besser. Das sieht so metallisch irgendwie aus, so. So cool halt, ne? So, dann können wir jetzt mal hier nach oben gehen. Das ist, glaube ich, auch anders, denn ich meine, dass das im ersten Teil, dass man hier durch nach oben kam. Und hier gab es jetzt nochmal einen extra Weg. Ja, hier sind...
Ach, die funkeln auch richtig, ne? Und hier ist das auch richtig abgegrenzt. So Level und Nicht-Level. Ah, da ist der Dicke. Der guckt aber ganz schön erschöpft. Die Wasserbauer haben 6 meiner Kinder entführt und auf jedem dieser nummerierten Türme versteckt. Ich habe mir Sprengstoff geborgt, um die Turmtüren aufzusprengen. Wenn du es bis zur Spitze der 6 nummerierten Türme schaffst, sind meine Kinder sicher. Ja, sollten wir hinkriegen, ne? Aber ich suche jetzt hier erstmal. Ich suche jetzt hier erstmal nach Edelstein. Ich weiß nicht, ob in den Türmen auch Edelsteine sind. Aber ich habe das Verlangen, gleich erstmal die Algen kaputt zu machen, bevor ich hier jetzt noch irgendwas anderes anfange. Erstmal eigentlich die hier am Boden liegen sollte ich erstmal holen. Ich habe hier noch irgendwo... Was ist das? Also das sah eben aus, als ob das eine Flasche wäre. Na gut, dann ein Stockwerk weiter nach oben. Welche? Sind das die restlichen? Ah, alles klar. Gut, dann haben wir jetzt alle Edelsteine und wir machen erstmal die Algen kaputt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele uns da noch fehlen. Ich habe nur gesehen, dass hier oben einige waren. Da ist eine. Hier ist eine. Da ist eine. Da habe ich noch was gesehen. Hier ist noch eine. Da vorne ist auch noch eine. Yay, und wir haben alle. Sehr schön. Gut, dann können wir jetzt mit den Dingern hier anfangen. Schön. Gut. Normalerweise sollte das jetzt hier alles deaktiviert sein. Nummer 2. War irgendwo hier oben. Somewhere. I don't know where. Bin ich jetzt dumm? Oder war das doch unten? Ah, da ist doch die 2. Trotzdem haben wir unser Fischchen, unser Seepferdchen. Nummer 3 ist dann unten. Und ich würde mir gerne ein Schäfchen holen. Dankeschön. Vielleicht da ist noch eins. Und wir ziehen uns jetzt nach unten und gehen in die Nummer 3. Da. Ja, das war hier easy peasy. Nummer 4 ist auch hier unten. Nummer 4 ist irgendwo hier hinten. Ja. Ah. Juckt. Ah, dreimal Britzel.
mal ein bisschen mit Vorsicht an die Sache rangehen, dann funktioniert das auch. Nummer 5. Sollte hier drüben sein. Hier. Das da? Ja. Warum ist der Eingang eigentlich hier? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir haben das hier irgendwie anders gemacht, weil es gab auf jeden Fall Türme, wo der Strom nach oben gelaufen ist. Das haben sie jetzt hier geändert. Warum auch immer. Ich weiß nicht warum. Nummer 6 war hinten. Im letzten Raum. Spyro lässt sich unter Wasser echt gut steuern, finde ich. Direkt da als im Original. So. Ah, hier haben wir so ein Ding. Sehr schön. Du hast es geschafft. Jetzt können wir in Ruhe schwimmen. Ich habe gehört, dass du Kugeln sammelst. Bitte nimm diese. Dankeschön. Oh, der hat sogar so Kristalle in seiner Krone drin. Gut, dann können wir jetzt zu Jäger gehen und mit dem Rochen reiten. Ich wollte meinen neuen Mantarochen zähmen, aber er hört einfach nicht auf mich. Hey, du hast genau die richtige Größe, um aus seinem Rücken zu reiten. Aber sowas von. Toll, hüpf auf seinen Rücken und führ ihn durch die Blasenringe, die erscheinen. Und denk dran, er ist ganz neu. Also mach mir ja keine Dellen oder Kratzer rein. Jager auf dem Mantarochen über die Strecke. Uäh. Oh, die Kamera ist ja nicht so geil. Aber alles auch wieder schön direkt von der Steuerung her. Gut gemacht. Dafür schulde ich dir wohl etwas. Hier, nimm diese Kugel. Ich habe sie in einer meiner Flossen gefunden. Mhm. Ich würde meinen Mantarochen gerne rentauglich machen. Möchtest du ihn auf eine schwierige Strecke mitnehmen? Ja. Und ob. Okay, viel Glück. Denk den Mantarochen über die schwierige Strecke. 3 von 5 Sternchen. Meines Erachtens. Unglaublich! Du hast echt Talent. Ich könnte einen Partner wie dich gebrauchen. Du kannst die Kugel aus meiner anderen Flosse auch noch haben. Meines Erachtens auch viel einfacher als im Original. Und hat er die nicht in den Flossen von dem Mantarochen gefunden? Also in den Flügelchen von dem? Ich weiß es nicht. So, jetzt sollten wir eigentlich alles haben, ne? Alle Kugeln gesammelt. 100% des Levels abgeschlossen. Gut, dann gucken wir gerade nochmal auf die Fähigkeitspunkte. Ja, ist jetzt nur noch in Horikos ein Fähigkeitsdingsbums. Punkt. Wo ist denn der? Da. Nee, wo? Wo ist das? Da. Ich möchte gerne nach unten. Das Level war auch schön.
Ich mag ja so Unterwasserwelten. Also so wie Bioshock und so. Und ja. War schön. Vor allem, weil es halt nicht mehr so poliert war, sag ich mal, wie im Original, weil da war halt mehr so Algenzeug, was da rumstand. War schön. So, dann werden wir uns jetzt in das Level Sonnenstrand, Sommerstrand, Sonnenstrand begeben. Und machen da die Gegend unsicher. Schildkrötchen. Okay. Ja, das waren auch Kinder. Ich war gerade überlegen, ob das nicht doch kleine Schildkröten waren. Aber nee, das waren auch so in Windeln. Der sieht cool aus, den mag ich. Hi Spyro, gut, dass du hier bist. Bringst du die Babyschildkröten da drüben in Sicherheit? Ich wäre dir so dankbar. Ja, natürlich. So. Was ist denn mit dir los? Steht da einfach rum. Na gut. Los, hopp. Ab ins Wasser. Okay, erstmal hier Edelsteinchen einsammeln. So, was haben wir hier? Was bist du? Ach, du bist so ein Seesch. Oh. Oh, der hatte, als ich ihn getötet habe, hatte er auf einmal Herzchen in den Augen. Ich muss mir das gleich nochmal angucken. Hallo, hast dich erschrocken, tut mir leid. Hier gibt es auf jeden Fall keine, Fähigkeitspunkte, Skillpunkte, wie man sie auch immer nennen möchte. So. Oh. Okay. Ab in den nächsten Bereich. Hier müssten wir, glaube ich, alles haben. Genau, der Taucher war ja hier. Dieser Bereich ist auf jeden Fall total anders gestaltet als im Original. Weil diesen Ausblick gab es da gar nicht. Das war eine geschlossene Ecke hier. Aber gut. Finde ich okay. Kann man machen. Fick dich, Mann. Brauch nochmal so einen süßen Seestern, bitte. Dankeschön. Hier wird nicht geheult. Kommen wir hier irgendwo noch dran? Nee, ne? Nee. Ich weiß nicht, ob man hier... Nee, hier kann man nicht alles holen. Weil in dem einen Bereich, bei dem Koch, gibt es ja auch noch Edelsteine. Was denn? Was ist das denn? Haben bestimmt die Götzen denen gebastelt. Erstmal hier alles bereinigen. Und wenn wir dann den kompletten Bereich hier fertig haben, dann
gehen wir zu Mr. Schildkröt. Diese Baumstämme hier gefallen mir echt. Die sind super. So, das war hier alles soweit. Dann kommen wir mal zu dir hier, mein Freund. Die Wasserbauer haben die meisten Babyschildkröten gefangen und in unglaublich stabile Kisten gesteckt. Mit einem stärkeren Flammenangriff könntest du die Kisten vielleicht aufbrechen und sie befreien. Ja, benutze das Superflammenpower-Up, um Kisten zu öffnen. Öffne alle Kisten und lass die Babyschildkröten frei. Warum ist das 4 von 5 Sternen, bitte? Maximal 2. Maximal Blaumöhren. Holen wir erstmal die erste hier hinten. Ganz am Anfang. Hallo? Tauchen, tauchen, tauchen. Hallo, Spyro, dankeschön. Oh. Süß. Mr. Seestern, bitte. Dankeschön. So, dann hätten wir den blödesten schon mal geholt. Huch, Entschuldigung. Entschuldigung. War natürlich alles unabsichtlich. So, Nummer 2. Nummer 3. Nicht getroffen. Nummer 4. Stand da schon immer eine? Doch, da stand eine. Die war in so einer Kuhle, war die drin. So. Gucken wir, ob hier noch irgendwas runter... Ja, natürlich ist hier was runtergefallen. Gut. Oh, genau 1600 Edelsteine. So, dann können wir jetzt weiter fortschreiten. Müssten, glaube ich, noch 2 Stück sein. Hier, die hier. Ja, super. Sehr beeindruckend. Nimm bitte dieses heilige Dingsbums als Zeichen unserer ewigen Dankbarkeit. Dankeschön. Piu. Gut. Dann können wir jetzt uns in den letzten... Oh, die sind so süß. In den letzten Teil des Levels vorarbeiten. Und dann ist unserem Weg nach Hause nicht mehr viel im Weg. So, du tot. Hier vorne nicht noch einer eigentlich? Und hier waren noch 2. Hallo? Hallo? Ja. Hallo, junger Drache. Oben auf dieser Leiter steht ein Koch, der aus unseren Babyschildkröten Suppe machen will. Kannst du hochklettern und ihn aufhalten? Nee, leider nicht. Ich darf und kann auch nicht klettern. Achso, das sind... ich habe die gar nicht gesehen. So, holen wir hier die letzten Edelsteine und dann ist das Level auch schon so gut wie fertig. Also, bis jetzt. Weiter können wir leider noch nicht. So, du, Mr. Schildkröt, bitte einmal. Das hat er im Original aber auch nicht... Ja, nicht umdrehen, mein Freund. Ich wollte gerade schon sagen.
Hat er doch im Original gemacht. Aber normalerweise hat er immer Gras gefressen und hier oben ist gar kein Gras, was er fressen kann. Hm. Naja, jetzt haben wir hier, glaube ich, soweit alles. Danke, junger Drache. Die Babyschildkröten werden hier oben sicher sein. Bitte nimm diesen Talisman als Zeichen unserer Dankbarkeit. No. Hat auch ein süßes Krönchen auf. Frommet heißt er übrigens. So, und dann können wir ab nach Hause. ...1668 Edelsteinchen. Jetzt werden wir noch das Level Horikos betreten. Und werde mir den guten Elektroi vom Weiten ansehen. Aber das Level werden wir noch nicht spielen. Denn ich möchte mir auch noch später das Levelbildchen angucken. Also bei der nächsten Aufnahme. Gut, ab nach Horikos. Die Lache hat sich erstaunlich nah am Original angehört. Oh, die sind so süß. Mit seinen Händchen da. Na gut, aber das Level werden wir uns beim nächsten Mal erst antun. Ja, ich hoffe, euch hat die Aufnahme bisher gefallen und hoffentlich sehen wir uns.